Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 auf Meister. Und Leute, wisst ihr, was das letzte Mal noch passiert ist? Ja, ihr habt vollkommen recht, das oberste Übel. Ja, das Schrecken aller Schrecken ist erwacht. Die Schwestern hätten sich uns hier anschließen sollen. Sie haben jahrelang trainiert, nur um in den Schatten zu sterben. Ja, das ist schön. Ihr uns alle. Das ist ja schön. Warum reden die denn jetzt einfach mal hier rein? Auf jeden Fall, Diablo höchstpersönlich ist erwacht. Ich wünschte, es wäre anders. Ja, ja. Ich wünschte auch, es wäre anders. So, Diablo ist also erwacht und wir haben keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Ja, Diablo hat sich natürlich die... Was heißt natürlich? Diablo hat sich Leas Körper geschnappt. Atria hatte uns ja verraten und wir folgen den beiden jetzt einfach mal zum Himmel. Ja, wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Natürlich. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Egal, welche Form du annimmst, zeige dein wahres Gesicht. Diablo. Ihr habt's gesehen, Diablo ist wieder erwacht und zwar endgültig erwacht. Herzlich willkommen in Akt 4 von Diablo 3. Adria hat uns verraten und Lea ist verloren. Aus ihrem Körper wurde Diablo als das oberste Übel wiedergeboren. Die Mächte der Hölle sind ihm untertan und die Himmel ächzen unter der Last der Verderbnis. Ich werde diesem Übel ein Ende setzen, ein für alle Mal. Möge die Jagd auf Diablo beginnen, Leute. Ja, das Diamantor, da sind wir auch schon angekommen im Himmel, in dem großartigen Himmel. Was haben wir getan? Ja, wir haben nichts getan.
Atria, was die uns verraten hat. Vergiss das mal nicht. Meine Liebe für Zauberin. Imperius. Ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Tyrael. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Wir wurden vom Aspekt der Tapferkeit verdammt. Das wird nicht einfach. Ja, einfach wird es definitiv nicht. Mal schauen, was Tyrael uns zu sagen hat. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Die Tore habt nicht ihr zerstört. Dennoch habe ich die Menschheit verteidigt, als Imperius sie zerstören wollte. Und jetzt greift das oberste Übel sogar die Himmel an. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zweifel und Schwäche, Tyrael. Imperius ist ein Narr. Und wenn ihr euch mit ihm gegen mich stellt, seid ihr es auch. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Das sind schlimme Aussichten. Ja, Hoffnung. Ich nehme mal an, dass damit dieser Engel gemeint war, den wir in der Videosequenz vorhin gesehen haben. Ich nehme es einfach mal an. Ja, betretet das Vestibulum des Lichts. Ja, ich nehme an, genau, das ist dieses Portal hier. Ja, keine guten Aussichten. Nichtsdestotrotz müssen wir unser Bestes geben. Sieh dir die Zerstörung an, die ich gebracht habe. Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Iskatu, vernichte die Nephalem. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Reich finden. Okay, das ist mal eine nette Ankündigung. Die Frage ist nur, wer hier den Tod wirklich finden wird. Mal ganz ehrlich, Leute, so kampflos gehen wir natürlich nicht auf. Das ist mal klar. Und ich benötige mehr Zorn. Ich meine, wir haben... Die Armeen der Hölle werden euren Leichnam zermalmen. Ja. Werden eure Seele verschlingen. Wo ist er denn jetzt hin? Ich meine, wir haben ja schon auf der Erde einen richtig guten Dienst gemacht. Nicht nur hier im Himmel. Es wird letzten Endes dann doch auf eins hinauslaufen, nämlich wirklich auf den letzten Kampf schlechthin, auf einen Kampf gegen Diablo selber. Deswegen, auch falls hier der Engel tatsächlich Hoffnung war, nicht genug Zorn, werden wir trotzdem die Möglichkeit haben, Diablo aufzuhalten. Und damit auch. Jede Sekunde, die ich dich aufhalte, bringt mich näher an den endgültigen Sieg. Naja, warten wir es einfach mal ab. Ja, was ich sagen wollte, wir haben auf der Erde ja auch sehr, sehr gute Dienste geleistet. Wir haben uns dort gegen die Dämonen gestellt, gegen die untersten Übel zumindest mal. Und letzten Endes, dass Diablo wieder erwacht ist, ja. Es lag nur an einer Frau, an Atria, an der Mutter von Lea. Und an niemandem sonst. Hätte sie uns nicht verraten, dann wäre Diablo gar nicht erst wieder erwacht worden. Oder nicht wieder erwacht, so rum. Ach, meine Sprache wieder. Dementsprechend finde ich doch einfach mal, dass es hier zu einfach gesagt ist. Ja, von wegen, wir werden das nicht schaffen, unser Mann zu werden. Denn daran glaube ich einfach nicht. Wen haben wir denn hier? Itrael, ja. Du musst mal ganz kurz warten, Itrael. Ich komme gleich zu dir. Okay, hier ist nichts weiter. Dann schauen wir mal, was er hier uns sagen möchte. Ich bin Itrael, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles, was ist und alles, was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Das Schicksal bedeutet mir nicht viel. Werdet ihr mir also helfen oder werden wir der Zerstörung der Himmel einfach nur zusehen? Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoff, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie befreien. Vielleicht bringt das diesen Himmeln die Hoffnung zurück.
Ja, das hoffe ich doch mal. Also ihr seht, der Engel der Hoffnung, Auriel, lebt noch. Er wurde nur entführt. Und dementsprechend gibt es definitiv noch Hoffnung. Auf die eine oder andere Weise. Das kann man jetzt auf zig Weisen interpretieren. Dies sind die Gärten der Hoffnung. Der Erzengel Auriel kann nicht bald sein. So, und wir werden mal den Engelskollegen hier unter die Arme greifen. Wobei Kollegen ja auch zu viel gesagt ist. So, was haben wir denn hier? Ein aufgestiegener Engel. Hat ein Ende, Engel. Ja, jetzt sind natürlich auch wieder zig Pfade, die wir gehen könnten. Oh Gott, ich sehe schon, das wird wieder... Das wird wieder dauern, bis wir hier überhaupt irgendwo ankommen. Aber es macht ja nichts. Zumindest mal haben wir jetzt ein Ziel im Auge. Und vor allem das Ziel ist diesmal tatsächlich auch das Böse aufzuhalten. Besser kann es da gar nicht laufen. Ich finde, ein schöneres Ziel kann man auch nirgendwo haben. Was haben wir denn hier? So, zack, das haben wir natürlich auch zerstört. Müsste sein. Da oben fliegen die Dämonen. Da. Dann schauen wir mal hier weiter. Bei dem wunderschönen blauen Bäumchen. Haufen weiße Gold. Und natürlich sind das... Diese Verderbnis blockiert meinen Weg. Ja, die kann man nicht so einfach wegkriegen. Ja, zumindest mal nicht ganz so einfach mit unseren Waffen. Müssen wir mal schauen, wo wir am besten langlaufen können. So, vielleicht mal ganz kurz auf die Karte geschaut. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auf der anderen Seite irgendwas verpassen. Plötzlich nicht. Ups. Ja, gerade irgendwas? Nein. Schaut mal hier, die Engel. Das ist diese Engelstadt, das ist der Himmel. Ja, die Dämonen... Ja, so wahrscheinlich diejenigen, die brennen gerade. Beziehungsweise mit einem Feuer im Hintern aufsteigen quasi. Niemand war je Zeuge eines größeren Übels als dem, das Adria über uns gebracht hat. Nur ein Wunder kann Diablos Zerstörungswut jetzt noch aufhalten. Der Erzengel Maltael. Viel Unsicherheit umgibt den Erzengel Maltael. Einst war er die ruhige leitende Hand der Weisheit. Doch wir verloren ihn in dem Moment, in dem der Weltenstein verschwand. Nachdem es ihm nicht gelungen war, dieses katastrophale Ereignis zu ergründen, verließ er den Himmel. Sein Weggang hinterließ eine gewaltige Lücke im Rat. Eine Lücke, die bis zum heutigen Tage nicht geschlossen werden konnte. Okay, interessant. Tatsächlich auch nochmal ein Buch, was wir nicht gelesen haben. Ich dachte, hier im Himmel wäre das so ziemlich wie unmöglich, aber tatsächlich gibt es hier immer mehr zu erfahren. Also noch mehr als das, was wir ohnehin schon wissen. Maltael also. Der Unterdrücker, der unterdrückt mal gar nichts hier. Außer wir ihn vielleicht, ja. Und das könnte passieren unter Umständen. Oh. Ich kann noch nicht vorbei. Okay, sieht wohl so aus, als ob wir hier sowieso nicht langkommen. Ja, da kommen wir auch nicht lang. Das heißt, ja, wir sind den Weg quasi umsonst zurückgelaufen, aber das macht nichts. Leute, was soll jetzt denn? Die Zeit kann man sich schon mal nehmen, wie gesagt, unter Umständen hätte man sonst vielleicht noch irgendwas verpasst. Zum Beispiel noch ein anderes Buch oder so. Schließlich wundert es mich, dass ich hier auch dieses eine Buch gerade eben verpasst habe. Und schaut mal hinten. Da hinten, interessant. Ein Engel gegen einen Dämonen. Ja, und der stellt sich nicht gerade berauschend an, glaube ich, der Engel. Ja, jedenfalls laufen wir hier einfach mal weiter. In den Gärten der Hoffnung. Ja, wir könnten jetzt auch nochmal in die Bastion zurück. Bibliothek des Schicksals. Da gehen wir jetzt allerdings als nächstes erstmal rein. Und schauen uns mal an, was es hier gibt. Was uns hier
als Schicksal so präsentiert wird. Bibliothek des Schicksals, natürlich auch ein schöner Name. Tötet Rakanoth, ja. Rakanoth, der Entführer von Auriel. Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Nephalem. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Ja, aber selbstverständlich. Nur nicht wir. Tatsächlich, der nette Herr Rakanoth, der hat es schon richtig erkannt. Wir sind die Einzigen, die uns frei von dem Schicksal erwähnen, was hier uns aufgezwungen werden soll. Upsala, bleib mal hier, komm hin. Da. Ja, mach rum. Okay, der will gar nicht explodieren. Zerstört sein, lange bevor du auch nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst. Ja, wenn du meinst, Diablo, ich denke mal nicht, dass es so sein wird. Ich denke mal, wir werden hier schon eine richtig gute Chance haben, ihn aufzuhalten. Ja, ich schau mal, man kann es eben fix. Ihr seht ja schon hier die Items durch, die wir hier aufgesammelt haben zwischendurch. Ja, natürlich benutze ich so eine Sache nicht, wo man direkt mal minus 35,5% Schaden kriegt. 9, 9, 9, das bringt dreimal gar nichts. So, das können wir eh nicht tragen. Ein drosselnder Feige, eine Armbrust. Ja, und der bringt auch nichts. Schade, schade, schade. Gut, dann würde ich mal sagen, Moment, da ist Auriel. Auriel, du musst mal ganz, ganz kurz warten. Sorry, Gumbel, ne? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, hier geht's direkt weiter. Ich mag mich aber hier noch umschauen, bevor ich überhaupt was anderes tue. Und dementsprechend, zack, laufen wir einfach mal hier eine kleine Runde. Ja, und jetzt befreien wir ihn schon. Ja, auch hier. Hab Dank, Nephalem. Ich hatte gehofft, dass die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte. Dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Ich werde mich als ihrer würdig erweisen. Mit meinen Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis bannen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Wir werden euch nicht enttäuschen. Diablo brachte Verzweiflung über die Himmel, doch nun herrscht wieder Hoffnung. Ich glaubte, Tyrael würde danach zu uns zurückkehren, doch er bleibt verschollen. Ich muss weiterkämpfen und Diablos Höllenportale zerstören. Allein. Alles klärchen. Damit haben wir natürlich hier schon mal einen kleinen Hinweis, dass Tyrael verschwunden ist, dass wir alleine weiterkämpfen. Aber, ja, wir sind doch gar nicht so alleine. Ich meine, wir haben unsere Verzauberin und wir haben schließlich auch die Engel hier auf unserer Seite, so mehr oder weniger auf unserer Seite. Ich denke mal, im entscheidenden Moment werden sie vielleicht dann doch auf unserer Seite sein oder auch nicht, je nachdem. Wir werden es sehen. Ja, wir haben die Quest beendet. Wir haben auch ihr befreit. EP erhalten, 870.000 Gold erhalten. Ja gut, okay, ist nicht der Rede wert, aber gut. Na, Auriel, hier ist Ithirael. Hast du noch was zu sagen? Oh, schaut mal, mit Ithirael haben wir ja noch gar nicht geredet. Nur ein einziges Mal in der Geschichte von Sanctuario hat es einen Nephalem gegeben, der so mächtig war wie ihr. Sein Name war Uldysian. Uldysian? Aber er ist nur eine Legende, die uns etwas über Selbstlosigkeit lehrt. Es ist keine Legende. Durch sein selbstloses Opfer erkannte ich das Potenzial, das eurem Volk innewohnt. Deshalb stimmte ich mit Auriel gegen die Auslöschung der Menschheit. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich erkenntlich zeigen und gegen die Auslöschung der Engel stimmen. Ihr meint zu scherzen, doch dieser Tag könnte Realität werden. Okay, was Ithirael damit meint, keine Ahnung, also mit dem Scherzen und dass dieser Dark Realität werden könnte. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was mit Ithirael zu bereden. Ihr könnt in die Zukunft sehen?
Ich sehe die zahllosen Stränge der Möglichkeiten, die sich miteinander verbinden und ineinander verwoben sind. Ihre Echos sind bis in die Unendlichkeit zu vernehmen. Wie wählt ihr dann einen Pfad? Ich bin nicht zum Handeln berufen, so wie ihr. Ich bin nur ein Beobachter. Habt ihr das Schicksal des Propheten gesehen? Ich kenne diesen Namen. Doch der, der ihn trug, lebte und starb lange vor eurer Zeit. Ich verstehe. Der Prophet, es gab ihn also wirklich. Ich denke mal, das würde auch jedem Hoffnung geben, wenn man an etwas glaubt oder an irgendjemanden glaubt und dann von so einem Engel, von so einem himmlischen Wesen erfährt, ja, dieserjenige bzw. dieser jemand hat tatsächlich mal gelebt. Mir würde es zumindest so gehen. Ich weiß nicht, wie es euch da gehen würde. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ja, Itherael, Ente. Der Kampf naht. Was sagt die Schriftrolle des Schicksals? Unheil und Finsternis. Die Himmel zerstört. Die Streitmacht der Engel vernichtet. Diablo siegreich. Also irrt die Schriftrolle. Wie ich bereits sagte, Nephalem, euer Schicksal ist ungeschrieben. Ihr allein könnt diese dunklen Zeiten beenden. Auf gut Deutsch gesagt, wir sind diejenigen, die hier die dreckige Arbeit machen dürfen, aber das spielt ja keine Rolle dabei. Dem Moment, das Schicksal ist definitiv nicht niedergeschrieben und wir können es ändern. Und wir haben es auch vor. So, vorher allerdings auch nochmal zu Aurie. Oh Leute, Mensch, habe ich da beim ersten Durchgang gar nicht mit den beiden geredet? Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Dass ein Champion aus dem Reich der Sterblichen uns ein Licht in dieser dunkelsten Stunde sein wird. Euer Mut und eure edle Gesinnung erhellen diesen Ort und blenden unseren Feind. Ich danke euch, Lady Auriel. Euer Gesang wird nie wieder zum Schweigen gebracht werden. Ich weiß, dass ihr alles in eurer Macht Stehende tun werdet. Dies ist eure Stunde. Geht mit meinem Segen und zeigt allem, was da ist, weshalb die Nephalem die Zukunft sind. Weshalb die Nephalem die Zukunft sind, ja, das werden wir natürlich zeigen, aber auch hier, du hast ja noch ein bisschen mehr zu erzählen, zum Beispiel zu Tyrael. Könnt ihr Tyrael helfen? Sein Glaube ist erschüttert. Auf seinem Herzen liegt ein Schatten, doch er wird weichen. Vergesst nicht, dass es sein eigener Wunsch war, sterblich zu sein. Und er muss diese Verzweiflung als Sterblicher überwinden. Das verstehe ich, aber wir haben nicht viel Zeit. Gebt euren Glauben an ihn nicht auf. Von allen Erzengeln war sein Licht immer das hellste. Er wird in dieser dunkelsten Stunde dafür sorgen, dass Gerechtigkeit siegen wird. Schön wäre es zumindest mal. Ja, Hoffnung und der Kampf, Auriel. Was werdet ihr jetzt tun? Die Engelsscharen sind zwar verstreut, jedoch nicht besiegt. Ich werde versuchen, so viele wie möglich zusammenzurufen. Ja, in Krisenzeiten sind sie immer eurem Ruf gefolgt. Oder zumindest habe ich das gehört. Euresgleichen kennt unsere Geschichten? Das ist wahrhaftig vielversprechend. Ich bete, dass auch dieser Tag als Sieg in die Geschichte eingehen wird. Ja, das beten wir alle, oder so beten wir alle. Leute, ist eine kleine Anspielung. Wird nicht jeder wissen, aber ist auch egal. Ja, die Siegesaussichten, wie sehen die denn aus, Auriel? Glaubt ihr, dass Diablo besiegt werden kann? Nur mit dem Licht, das in euch steckt, Nephalem. Ich werde daraus Mut fassen und auf euren Sieg hoffen. Die Zukunft ist immerzu im Wandel begriffen, jenseits von Erkenntnis. Immer einen Schritt davon entfernt, gesehen und gefühlt zu werden. Okay, alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich auch mal alles hier erfahren, was es hier oben zu erfahren gibt. Ist ja Wahnsinn, Leute. Das hätte ich so noch nicht mal unbedingt großartig erwartet, dass wir letzten... Ich muss zurückkehren. Beziehungsweise, dass ich letzten Endes beim ersten Durchgang so viel übersehen habe. Also, was das Gerede mit den Charakteren beziehungsweise den NPCs angeht. Ja, wir werden mal eben noch hier ein paar Sachen... am besten erstmal wiederverwerten, sondern verkaufen.
Ja, Shin, hast du vielleicht auch noch irgendwas zu sagen? Wir gucken erstmal rein. Nein, hat er nicht. Dann werden wir natürlich jetzt... Nee, Moment. Hier, bei dem ist er. Ich habe ein paar neue Waren. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Zu viele Schmerzen. Zu wenig Profit. Ja, ist natürlich nicht toll, aber was willst du machen, ne? So, sonstiges. Habt ihr hier noch irgendwas zu verkaufen für mich? Nee, nicht so wirklich, ne? Also imposante Rakiswachen-Armschienen des Gladiators. Ja, das ist natürlich alles nichts mehr. Das kann ich ja alles knicken, ne? Ich glaube, ich kann mir würden hier nur noch Waffen und Rüstungen helfen, die ich selbst herstelle. Und zwar bei ihm hier, bei dem Handwerker Eamon. Wir tun erstmal den Rest allerdings wiederverwerten. Und dann schauen wir doch einfach mal... Ja, das bringt es jetzt aber im Moment eigentlich gar nicht. Jetzt hier noch irgendwas wiederzuverwerten. Vor allen Dingen, da ich noch nicht mal alte Rezepte habe. Sag, wir können das Zeug da reinpacken. Und dann sind wir aber auch schon am Ende dieses Bads angelangt. Ja. Leute, ich hoffe, euch hat es so weit gefallen bis hierhin. Wir haben gesehen, wie Diablo denn jetzt letzten Endes in seiner vollkommenen... Was heißt vollkommenen Form? In seiner ursprünglichen Form wieder erwacht ist. Er hat seine Kräfte wieder erlangt, hat den Himmel angegriffen und wir sind auf dem Weg, ihn zu jagen. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Diablo 3 auf Meister. Bis dahin, Leute. Ciao.